Wir haben uns alle gefreut auf die 27. Fakuma, die wir endlich wieder jetzt als einer der ersten Präsenzmessen in dem Bereich der Kunststoffverarbeitung veranstalten durften. Der Restart ist gut gelungen, die Aussteller waren überaus zufrieden und das freut uns natürlich besonders. Wir haben auch sehr viel erreicht und ich bin auch ganz sicher, dass aus diesen ganzen digitalen Lösungen sehr, sehr viel bleibt. Aber so eine Messe, die Maschine zu zeigen, sie zu hören, sie zu riechen, zu fühlen, das ist einfach fantastisch und das kriegen wir jetzt gerade im Moment wieder zurück. Alle sind happy. Es ist ja meistens so, dass Besucher und Aussteller und Veranstalter gleichermaßen dann auf ihre Weise zufrieden sind. Das ist ja letztlich das Versprechen. Ein Messeveranstalter gibt ja nun den Ausstellern das Versprechen ab, dass genug Besucher da sind und verspricht den Besuchern, dass ein sehr fokussiertes oder aber eben wie hier ein sehr breites Programm an Ausstellerschaft da ist. Ja, und dieses Versprechen, glaube ich, hat man unter diesen Pandemiebedingungen gut einlösen können. Wir sehen eine stärkere Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Technologien, was auch der Grund unserer Umorganisation ist und dass es weniger darum geht, Produkte, also Spritzgussmaschinen zu verkaufen, als ganzheitliche Lösungen. Diese Kommunikation, das sieht man, funktioniert extrem gut, Gott sei Dank. Das heißt, die ganze Recyclingbranche, und von Waschanlagen, von Schredderherstellern, all die hier ausstellen, die wir ja schon seit Jahren kennen, schaffen wir es in einer guten Kommunikation hier zusammenarbeiten. Wir hätten oder haben alle Lösungen, technischen Lösungen, um auch in der Kunststoffindustrie CO2-neutral zu werden. Das kann man also alles deutlich nachhaltiger gestalten und das ist auch erkannt. Wir müssen es einfach nur tun. Wenn wir den Weg nicht gehen, auch mit den Verarbeitern, mit den Brand-Ownern, dann wird die Politik kommen und wird uns dann durch entsprechende Steuern, Abgaben, Regelungen etc. da irgendwie ins Handwerk pfuschen. Und ich bin immer ein Verfechter dafür, dass wir das als Industrie proaktiv angehen, um zu Lösungen zu kommen und eben nicht uns treiben lassen von der Legislative. Diese Diskussionen führen wir auch zu Hause am Esstisch und ich glaube, das ist auch richtig. Ich verstehe auch, der Konsumer muss nachher Kompromisse machen an die Qualität des Endproduktes, wenn es aus Rezyklat hergestellt wurde. Und dafür ist die Jugend bereit. Je weniger Energie ich verbrauche, um ein Kunststoffrohmaterial zu einem fertigen Endprodukt zu konvertieren, desto nachhaltiger bin ich auch. Aber genauso die Nachhaltigkeit in der Art und Weise, nicht immer Neuware zu verwenden, sondern dort, wo es möglich ist, auf Rezyklat umzusteigen.